Hallo Freunde, jetzt sind wir wieder da. Mit Jimmys Küche. Ich wollte euch diesmal erstmal die Gewürze, die ich also zusammensetze, zeigen. Als erste ist das Paprika, Paprikapulver. Wir benutzen nämlich also hier ganz einfache und simple Gewürze, die billig sind. Und zwar entweder von Lidl oder von Aldi oder von Netto. Paprika als erste. Paprika kann man ein bisschen mehr nehmen. So. Und dann Knoblauchpulver. Und dann Currypulver. So, und dann Pfeffer. Und dann Kräuter von Provence. Kräuter von Provence ist eine Zusammenmischung von Thymian, Rosmarin, Basilikum und andere Pulver und andere Kräuter. Und danach Gemüsebrühe. Und danach kommt Kurkuma. Kurkuma-Pulver. Und dann kommt Salz. Und dann wird das alles gemischt. So sieht das aus. Gemischte Gewürze. Dann kann man also benutzen, zum Beispiel für heute, Entrecot oder Ribeye auf Englisch. Wir braten diese Ribeye zu einem bestimmten guten Tag. Zum Beispiel heute haben wir Hochzeitstag zum 20. Also essen wir etwas Gutes. Entrecot oder Ribeye gebraten. So, mariniert, fertig. Dann lassen wir es mal stehen. Und danach nachher also braten wir. Ich habe auch also schon Salzkartoffeln vorbereitet. Und Reis. Und dann werde ich nachher nochmal also Gemüse und Soße machen. So Freunde, hier habe ich also schon also den Tisch ein bisschen aufgedeckt. Und zwar, also bin, und zwar mit verschiedenen Gemüse, Festtagsgemüse. Mit Brokkoli, Karotten und dann Blumenkohl. Und dann habe ich hier also Soße,
braune Soße gemacht und Kroketten habe ich auch schon fertig frittiert und Reis ist auch schon fertig. Ein bisschen Blumen für Hochzeitstag und dann ein bisschen Kuchen, Donauwelle habe ich. So, das Ribeye braten wir jetzt. Dann gucken wir, ob die Kartoffeln schon fertig sind. Ja, die sind fertig. Wenn die fertig sind, dann sieben wir ab. Das Wasser weg. Bei Kartoffeln ist wichtig, ein bisschen Butter drauf zu tun. Und ein bisschen Salz. Und die kann man also schwenken. Und ein bisschen Kräuter drauf. So, fertig. Salatdressing fertig gemacht, selber gemacht. Salatsoße, das ist 1000 Island Salatsoße. Also 1000 Inseln Salatsoße. Aus Tomatensoße und Mayonnaise und ein bisschen Kräuter. Auf Englisch heißt das Rib-Eye Steak mit Kräuterbutter und Zwiebel angebraten und dazu gibt es eine braune Soße. So Freunde, jetzt ist der Festtaktis fertig. Besteht aus Rib-Eye Steak oder Entrecot Steak mit Maisgemüse und dann gemischte Salat. Und dann 1000 Island Soße zu dem Salat und dann also Festtags also Gemüse und dann braune Soße selber gemacht und dann Kroketten und dann Salzkartoffeln und dann dazu Reis.
Na dann, guten Appetit. Yum, yum, yum.